السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. So meine lieben Geschwister, nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khutbat al-Hajj ist immer eine gute Möglichkeit zu warten, bis die Leute in den Livestream reinkommen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wollte mich, Entschuldigung, mal kurz bei euch melden. Subhanallah. Und es dauert nicht mehr lange. Heute ist der 1. April. Es dauert nicht mehr lange. Bald beginnt inshallah Ramadan. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Und der Ramadan, subhanallah, ist immer eine große Chance. Wofür ist der Ramadan eine große Chance, liebe Geschwister? Sag es mir. Wofür ist der Ramadan eine große Chance? Worin seht ihr die Chance in diesem Ramadan? Hörst nichts, ist dein Problem, wenn du nichts hörst. Wofür ist das eine Chance, der Ramadan? Veränderung. Ja, positive hoffentlich. Welche Veränderungen? Nein, Nawakadul Islam-Reihe mache ich nicht. Ich möchte im Ramadan, mache ich inshallah eine Reihe. Ich möchte aber mehr Sachen über das Herz reden, über die uns bewegen. Ich will nicht im Ramadan zu sehr über, ich sag mal so, technische Themen sprechen, sondern mehr über Themen, die uns Taqwa kriegen, Seele reinigen, ja richtig, Istighfar al-Ma'asi, genau, Sündenvergebung, gottessüchtig werden, Iman stärken, Schule zur Veränderung deines Lebens, Vergebung, ja, die Beziehung zu Allah langfristig zu verändern, also zum Guten zu verändern, ja, Allah näher kommen, so. Iman stabilisieren und stärken, auf dass ihr Taqwa bekommt. Okay. Mehr an das Jenseits denken und Allah näher kommen. Okay, ihr habt schon super Sachen genannt. Ihr habt super Sachen genannt. Erste Sache, die ihr genannt habt, ist Sündenvergebung. Was ist der Beweis für Sündenvergebung? Der Sünde, die Sünde, Beweis für Sündenvergebung ist, der Prophet a.s. sagt, Man sama Ramadane iman wa ihtisaben ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet, aus Glauben heraus und aus dem, auf die Hoffnung auf den Lohn, ihm wird das vergeben, was er vorher an Sünden gemacht hat. Okay. Allah näher kommen. Wie kommt man Allah näher? Indem man gute Taten macht. Iman stärken. Der Iman geht hoch mit guten Taten, geht runter mit schlechten Taten. Taqwa bekommen, ganz wichtig. Guck mal. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr Taqwa bekommt, Gottesfurcht bekommt. A und O. Das heißt, der Ramadan darf für uns keine Belastung sein, selbst wenn es schwer ist, sondern muss eine Chance sein. Wir müssen den Ramadan als eine Chance sehen. Die Sahaba haben 6 Monate nach dem Ramadan Dua gemacht, dass der Ramadan akzeptiert wird. Und 6 Monate vor Ramadan Dua gemacht, dass sie Ramadan erreichen.
So wichtig war der Ramadan in ihrem Leben gewesen. Und Alhamdulillah, wir haben es fast geschafft. Wie viele sind in den letzten 6 Monaten gestorben? Wir haben es fast geschafft. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen. So. Aber Taqwa ist das A und O. Taqwa ist das A und O. Denn was ist, wenn ich Taqwa habe? Ich erzähle euch mal, und das sage ich jedes Mal, vielleicht hat der eine oder andere es schon öfter mitbekommen, aber ich wiederhole es immer wieder, ist egal. Bei so marokkanischen Hochzeiten, ja, da wird dann manchmal, dann spendet jemand etwas und dann sagt er, ja, ich möchte, dass ihr Dua für mich macht, dieses und jenes. Und dann wird das vorgelesen, der so und so hat gespendet, er möchte, dass wir Dua für ihn machen, für das und das. Das ist so ein Brauch, den die da oft machen, bei marokkanischen Hochzeiten, ja. Und ich habe da mal so zugehört, das ist jetzt nicht gegen die Marokkaner, sondern allgemein, ich denke, in anderen Nationen wäre es meistens auch so, dann hast du es meistens zu tun mit Dua für Gesundheit, Dua für die Eltern, ganz häufig. Dua für die Eltern, Dua für Gesundheit, Dua für den Job, dass die Kinder die Schule schaffen. Alles schöne Sachen, kann man für alles Dua machen. Aber was ich vermisse, ist, dass man Dua macht, um Taqwa zu bekommen. Denn wenn ich Taqwa habe, halte ich mich von den Sünden fern. Und wenn ich mich von den Sünden fernhalte und die guten Taten mache, dann komme ich ins Paradies. Das ist eigentlich das A und O. Geld, Familie, Frau und so weiter und so fort. Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er von wo er es nicht erwartet hätte. Das heißt, du hast irgendein Problem, du willst einen Ausweg haben aus deinem Problem, fürchte Allah. Wenn das gut ist für dich, er wird dir einen Ausweg schaffen. Er wird dir einen Ausweg schaffen. Mit dem Job. Mit der Frau oder mit dem Mann oder was auch immer. Er schafft dir einen Ausweg. Und er versorgt dich, von wo du es nicht erwartet hättest. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Wer Allah fürchtet, dem macht er seine Angelegenheit leicht. Seine Angelegenheit leicht. Du hast irgendeinen Wunsch. Du willst, dass es leichter wird für dich. Bruder, ihr braucht nicht irgendwelche Werbung für Leute zu machen. Guck mal. Ihr schreibt hier in einen Livestream irgendetwas rein von einem Rapper oder von einem irgendetwas oder einem Hater. Mich interessieren die Leute nicht. Was machen wir damit? Indem wir die thematisieren. Ey, echt? Wer denn? Wer war das denn? Zeig mal. Ah, boah, will ich auch mal sehen. Dann machen wir nur den Schwachsinn, verbreiten wir. Zum Beispiel, mir schicken manchmal Leute Videos. Guck mal, der und der hat über dich das und das gesagt. Wisst ihr, was ich am meisten sage? Na und, ist mir egal. Es gibt 1000 Leute, die was sagen. So, deswegen bitte, wir sind bei einem wichtigen Thema. Komm hier nicht mit irgendeinem Rapper an. Wir haben wichtigere Themen. Ramadan steht vor die Tür als irgendein Rapper, der irgendwas über irgendwen sagt. Interessiert keine Sau. Das interessiert keine Sau. In 11 Tagen ist Ramadan. Was interessiert mich der Rapper? So. Und mich interessiert auch Macron nicht. Mich interessiert jetzt Taqwa interessiert mich. Wer Allah fürchtet, dem macht er seine Angelegenheit leicht. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine Sünde und dem vermehrt er seinen Lohn. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, worauf es ankommt. Fürchte Allah im Ramadan. 30 Tage Trainingslager. Und wie funktioniert das? Wie bekomme ich diese Taqwa im Ramadan? Wie bekomme ich die Taqwa im Ramadan? Weil, ey, wenn du Taqwa hast, sind alle deine Probleme gelöst. Du hast Probleme mit der Arbeit, Probleme mit dem Geld. Und wer Allah fürchtet, yaj'alahu makhraj. Was macht er dem? Dem macht er einen Ausweg.
Und den versorgt er, von wo er es nicht erwartet hatte. Du hast ein Problem, du willst heiraten. Und wer Allah fürchtet, dem macht er seine Angelegenheit leicht. Du willst, dass deine Sünden vergeben werden, du willst, dass dein Lohn vermehrt wird. Das heißt, wenn du Taqwa bekommst, sind alle deine Probleme gelöst. Und darauf kommt es an. Und wie funktioniert das im Ramadan? Du musst fasten. Schritt Nummer 1, fasten. Und was ist beim Fasten? Ich esse nicht, trinke nicht, habe keine geschlechtlichen Beziehungen mit meiner Frau. Also geht es nicht um mich, sondern ich rede allgemein. Warum? Von Morgengrauen. Ja, das heißt von Fajr-Beginn bis zum Sonnenuntergang. Warum? Sachen, die normal für mich halal sind. Weil ich weiß, ich darf das nicht und habe ein großes Problem. Lästern gehört nicht zu den Naqid des Fastens. Es macht den Lohn kaputt, aber es ist nicht so, als wenn du den Tag nachfasten musst. Okay? Ja. Aber ich halte mich von diesen wichtigen Dingen fern, die das Fasten ungültig machen. Diese 3. Ja, warum? Weil, also es gehört nicht zum Muftirat, wollte ich sagen. Das Lästern gehört nicht zum Muftirat. Das ist etwas, was den Lohn verniedrigt. So. Jetzt. Das wirst du mitbekommen, wann Ramadan anfängt. Wir werden das hier auf der Seite sagen. Ja. Das heißt, zwischendurch bekommst du definitiv Hunger. Definitiv bekommst du Hunger zwischendurch. Du guckst. Aber du erinnerst dich jetzt. Na, Allah sieht mich. Nein, ich darf das nicht. Du hast die Chance. Das ist das Besondere beim Fasten. Du hast die Chance zwischendurch. Bruder, reden wir später drüber, über Medikamente. Du hast die Chance, zwischendurch zu essen. Du hast die Chance, zwischendurch zu trinken. Aber warum machst du es nicht? Weil du weißt, dass Allah dich sieht. Und weil du weißt, dass Allah das nicht will. Und so erziehst du deinen Körper 30 Tage. Erziehst du deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, reinigst sie damit, weil du immer wieder spürst, Allah beobachtet dich. Warum? Weil du willst diesen Lohn haben. Du willst diesen Lohn von Allah. So, jetzt. Das ist wie ein Trainingslager. Erschwerte Bedingungen. Guck mal, bei einem Fußballspieler oder bei einem Verein oder auch beim Boxen, da geht man zum Beispiel einen Monat oder 6 Wochen in ein Trainingslager und trainiert besonders hart. Zum Beispiel, wir sind damals in Höhentrainingslager gefahren. Da geht man auf den Berg, das ist besonders schwer, ne? Erschwerte Bedingungen, weil der Sauerstoff dünn ist. Und wenn du dann runterkommst, kannst du besser atmen. Das heißt, du erziehst unter diesen Bedingungen, wo du mehr Ibadah machst, erziehst du deinen Iman sozusagen für den Rest des Jahres. Und jetzt kommt etwas anderes. Das habt ihr alle nicht genannt. Das habt ihr alle nicht genannt, liebe Geschwister, eben bei den Dingen, die ihr euch für Ramadan vorgenommen habt. Alle habt das nicht genannt. Wisst ihr was? Eure Wünsche erfüllen. Habt ihr Wünsche? Im Ramadan ist Laylatul Qadr. Im Ramadan ist eine gesegnete Zeit. Im Ramadan betet man in der Nacht. Beim Fastenbrechen gibt es eine Dua, die erhört wird. Leute, diese Chance muss man nutzen. Vielleicht wird dieser Ramadan dein Leben verändern. Deswegen mach Dua, auch für mich, dass Allah mir meine Wünsche erfüllt, die ich habe. Okay? Inshallah. Deswegen zieht das durch. Und inshallah werde ich nochmal die Tage darüber reden, inshallah, über dieses Thema. Meine lieben Geschwister, teilt dieses Video, liked dieses Video, verbreitet dieses Video,
damit wir so viele Muslime wie möglich in Deutschland dazu bewegen, den Islam richtig zu praktizieren. Okay? Gut. So, was haben wir noch für Probleme? So, ja, genau, das, was ich eben gesagt habe, liebe Geschwister, ja, man muss nicht immer alles direkt verbreiten, ja, irgendjemand erzählt irgendwas und Leute, interessiert mich nicht. Indem wir es verbreiten, machen wir die Sachen immer nur groß. Letztens ist irgendein Spinner, der erzählt irgendwie, Homosexualität wäre erlaubt. Und dann kommen dann Leute zu mir und sagen, kannst du mal ein Video dagegen machen? Der verwirrt die Jugend. Sorry, wer jemanden verwirrt, ja, weil er erzählt, Homosexualität ist erlaubt, dann kann ich ihm nicht helfen. Weil da hat man wirklich keine Ahnung von der Religion. So. Was Medikamente angeht, erstmal. Was ich immer wieder merke, liebe Geschwister, ja, ist, dass wir es uns manchmal zu kompliziert machen. Ja, wir machen uns manchmal zu kompliziert. Wir wissen manchmal selber nicht. Ja, es fängt mit dem Gebet an, geht übers Fasten weiter und so weiter. Zum Beispiel. Ja, ich kann nicht beten. Warum kannst du denn nicht beten? Ja, auf der Arbeit kann ich nicht beten. Ja, warum kannst du auf der Arbeit nicht beten? Wieso? Warum nicht? Ja, ich kann da mich nicht reinigen. Wie, du kannst dich reinigen? Ja, auf der Toilette. Wie auf der Toilette kannst du dich reinigen? Wie? Ja, da gibt's keine Wasserkanne. Erstmal, wer hat gesagt, du brauchst eine Wasserkanne? Nimm dir Feuchttücher mit oder nimm dir eine Flasche Wasser mit oder reinige dich auf eine. Ja, ich kann nicht beten auf der Arbeit. Warum? Ja, da sehen mich Männer. Ja, wer hat gesagt, das Gebet ist ungültig, wenn dich Männer sehen? Ja, ich kann nicht in der Schule beten. Ist verboten. Gestern schreibt eine Frau, sie kann kein Kopftuch tragen. Ich bin leider an dieser Sache vorbeigerutscht. Es kann dir keiner in der Schule verbieten, das Kopftuch zu tragen. Es gibt nicht dieses Gesetz in Deutschland. Das heißt, wir machen es uns immer kompliziert. So, okay, Medikamente. Jemand, der krank ist, okay, der hat die Erlaubnis, das Fasten zu brechen. Im Ramadan. Wenn es eine Krankheit ist, die chronisch ist, beziehungsweise von der man erwartet, dass sie nicht aufhört, muss man für jeden Tag einen Amen speisen. Wenn man der Meinung ist, das ist das Erste. Wenn es aber eine Krankheit ist, von der man geheilt wird, ja, dann muss man die Tage nachfasten. Zum Beispiel, du hast Corona. Beispiel, zwei Wochen krank und du bist zu schwach. Die Ärzte sagen, ja, du musst Medikamente oral einnehmen. Ansonsten wird die Krankheit schlimmer. Du musst was essen, was trinken, ansonsten bist du zu schwach. Okay. So. Du brichst das Fasten, aber musst die Tage nachfasten. Bis zum nächsten Ramadan. Ach, jetzt kommen mir wieder die ganzen Spinner. Tschüss. Habe ich Videos drüber mit Tarawih zu Hause? Okay. So, jetzt. Medikamente. Jemand hat eine Krankheit, die er ständig hat, für die er Medikamente nehmen muss. Wann musst du die Medikamente nehmen? Wann? Ist die Möglichkeit da, dass du das zum Beispiel vor dem Fasten das Medikament nimmst und nach dem Fasten? In den meisten Situationen ist das möglich. Oral. Was Spritzen angeht, so ist es die große eine Meinung, zum Beispiel von Sheikh Uthaymin, ja, dass Spritzen, solange sie nicht keine Nährstoffe haben, wie zum Beispiel ein Tropf im Krankenhaus, wo du ernährt wirst über den Tropf,
dass sie nicht die Bedeutung haben von Essen und Trinken und dass es nicht das Fasten bricht. Ja. Und dementsprechend wäre das auch, laut der Fatwa von Sheikh Uthaymin, mit Impfungen. So, das dazu. Gut, meine lieben Geschwister, wollte ich nur kurz gesagt haben, was ist denn jetzt los? Ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Und ich habe sehr viele Videos über Ramadan auf dem YouTube-Kanal. Da wird eigentlich alles beantwortet, alle Fragen, die ihr habt. Okay, bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was ist das denn hier?